einfach noch mal hinunterschauen. Die Straße mit den zahlreichen Gruppen, die hier weiterhin für Aktivitäten sorgen, für attraktive Blickpunkte sorgen. Aus Bochum in diesem Fall der Landsknecht vom Fahrenzug. Auch hier natürlich ein wesentlicher Punkt, die Fahnenschwenker. Auf die wird in vielen solcher Gruppen zurückgegriffen. Und die haben hier auch Schweißarbeit geleistet. Aber auch, wie Sie erkennen können, hier das Reportieren sogar, obwohl es eigentlich nur mit dem Mund zu tun hat, war schweißtreibend. Es hat Spaß gemacht hier beim Nordrhein-Westfalen-Zug in Detmold. Und wir wollen Ihnen natürlich heute Abend eine Zusammenfassung bieten dieser großen Ereignisse, diesen Tag noch einmal in den besten Bildern bündeln. Das werden wir tun um 20.15 Uhr im Rahmen einer Live-Sendung, eine Stunde lang. Dann werden wir den Standort verändern, dann wird es noch einmal wunderschön sein drumherum. Wir werden vor dem Weser-Renaissance-Schloss in Detmold mit dem Reportagewagen Position beziehen, mit Live-Gästen, mit interessanten Prominenten dort erzählen, was dieser Tag gebracht hat. Und Sie werden noch mal, wie erwähnt, die besten Bilder dieses Umzugs sehen. 20.15 Uhr also, wenn Sie mögen.